Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy VII Remake Integrate. Und bevor wir mit allem anderen anfangen, fangen wir erstmal mit dem Waffenmodding an. Bam, 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 bam. Ich bin heute irgendwie random unterwegs, keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Es ist nur doof. Erweitert den Materia-Slot. Okay, das wird dann ein Combo-Slot. Und hier kommt dann noch einer dazu. Physische Attacke. Schlagringe. Was hat sie denn da jetzt verabschiedet? Ach, eventuell meine Capture Card. Okay, da kriegen wir einen dazu. Physische Attacke. Und nochmal physische Attacke. Und hier mache ich einmal magische Attacke. So, die Überschallfäuste. Haben auch einen Materia-Slot. Zwei sogar. Einer dazu. Und auf einen Doppelslot erweitert. Und physische Attacke gibt es hier auch nochmal. Und noch einmal magische Attacke. Die Federhandschuhe, die mochte ich ja bisher eigentlich am liebsten. Auch da steckt ein Materia-Slot drin und Schnelligkeit 7. So, die Materia-Slots hier werden verstärkt. Ups. Ah, nee. Die 10, da spare ich mir noch ein bisschen was. So, tiefer. Also Cloud. Ja, der wäre schon... Na gut, magischer Attack ist halt voll immer dran. Barrett mit seiner Abrissbirne. Gut, da kann ich gerade nicht wechseln. Mithril Clown. Schnelligkeit und physische Attacke gehen hoch. Eigentlich schon nicht schlecht. Wobei die Überschallfäuste noch krasser wären. Die Schlagringe noch ein Stück krasser. Tifa ist gerade eigentlich meine Casterin. Sobald ich Aerith zurück habe, ne? Der Walmart verteilt Lebensmittel an die Slums. Da wird es dann vielleicht nochmal anders aussehen. Slums von Sektor 6. Aufträge da. Die Chocobo-Suche. Genau, da wollte ich da rechts oben lang gehen, nochmal die Straße verfolgen. In der Hoffnung, dass ich dort die fehlenden Chocobos finde. Genau, da runter will ich. Runter hier. Halt. Und runter hier. Ich muss erst hier vorne wieder hoch und dann schaltet die Karte um. Und tschüss.
Klingenstrahl. Genug. Klingenstrahl. Na dann. Okay, ich muss erstmal hier hinten nochmal runter. Und dann wird die Karte erweitert. Warte mal. Ich muss da irgendwie nach links. Wie komme ich denn da hin? Das ist auch auf der Minimap da oben zu sehen. Hä? Raff ich nicht. Klingenstrahl! Ausgezeichnet. Impuls! Sehr gut. Und tschüss. Volle Konzentration. Paracke, ziemlich schwach. Jetzt. Bringen wir es hinter uns. Erledigt. Eine große Sache. Ja, El Gigante ist keine große Sache. Das wird ein Kinderspiel. In der Tat. Verflucht. Hier kommt Herbert. Jo, Abriss, ne? Beben der Erde. Jawoll. Okay. Oh, oh. Schön. Ach, Kacke, hier ist eine Sackgasse. Kurz und schmerzlos. Ja, schmerzlos für uns. Aus dem Weg. Sprich dein letztes Gesicht. Bebende Erde. Jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Oh, die schlägt halt das voll ein. Dann wohl. Hier nach oben geht's weiter. Ja, da ist die Chocobo-Station, die wir neulich gefunden haben. Hier geht's auch weiter. Hier ist auch eine Chocobo-Raststelle. Das wird ein Spaß. Ich zähle auf dich. Bebende Erde. Nimmer Wiedersehen. Festhalten. Aus dem Weg. Bebende Erde. Jawoll. So darf's weitergehen. Okay. Dann versuche ich mal zu der Chocobo-Raststelle zu kommen. Ah. Seht mal, da sehen wir ja angezeigt, wo die Chocobos sind. Dann mal auf zu den Slums von Sektor 7. 5. Hallo, was ist denn jetzt los? Hey, irgendwas stimmt gerade mit meinem Controller nicht, ne? Ich hänge mal nebenher an Strom. Ich weiß nicht, was sich da verabschiedet hat, ne? Also vorhin. Jetzt gerade habe ich meine Capture-Card abgezogen.
Was sollen denn die Ladezeiten jetzt? Wo ist eigentlich der Bahnhof von Sektor 5? Ne, warte. Wait. Hä? Wo sind wir denn hier? Ich habe gehört, beim Bahnhof von Sektor 5 ist noch was. Gehört, ich habe gelesen. Landstraße nahe Sektor 5. Genau, das ist alles Landstraße hier. Chocobo-Suche. Wo war denn der Bahnhof nochmal, sag mal? Hallo, ihr armen Irren. Oh nee, kacke, ich laufe hier gerade aus Sektor 5 raus. Das wollte ich doch nicht. Falsche Richtung. Hier wollte ich rein. Tut mir leid wegen der ganzen Umstände. Genau, die Kinder habe ich ja noch nicht gefunden. Aber da links auf dem großen Feld wurde mir was angezeigt. Auf dem großen Kampffeld. Ein Glück, du kommst gerade richtig. Ein paar von Cornelius' Männern sind vorhin in Richtung von Aris' Haus gegangen. Okay. Was soll ich nur machen? Oh, du bist doch Aris' Bodyguard, oder? Ich brauche dringendst Heilkräuter und wollte Aris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr, doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das sind die Sachen, die ich brauche. Habe ich schon was du brauchst? Solange ich die Zutaten habe, kann ich sie selbst mischen. Okay, ich habe noch nicht, was du brauchst. Was brauchst du denn? Geheime Medizin. Fehlt nur noch eins. Ja, und was? Sprich mit ihm, um genaues zu erfahren. Bitte beeil dich. Es gibt viele Verletzte und Kranke. Mein Sohn meinte, er hätte bei einem Mogri einen Mörser gesehen. Kindliche Fantasie eben. Ah. Aris sagte mal, dass sie nicht nur in ihrem Garten Blumen züchtet. Ich verwende schon Medikamente aus Shinra-Herstellung, aber es reicht trotzdem. Ein paar meiner Patienten meinten, dass in irgendeinem Was mag es mit diesem unterirdischen Labor auf sich haben? Solange ich die Zutaten habe, kann ich sie selbst mischen. Okay, muss ich... Ich nehme an, ich muss dann zum Mockshop zurück. Mir dort einen Mörser kaufen. Oder habe ich den schon gekauft? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall will ich hier erstmal zu dem... zur großen Freifläche. Hier war sich dieser Typ mit dem Gewehr. Hey, seht mal, sein rechter Arm! Ich habe gehört, ihr sucht nach mir. Hoffentlich musstet ihr nicht so lange warten. Oh, oh. Du bist doch der aus Sektor 7. Wusste ich doch, dass du auch zur Avalanche gehörst. Meinst du? Wart's ab. Dein großes Maul werde ich dir schon noch stopfen. Los, Jungs, lass den Gartenzwerg von alleine. Wird gemacht. Ja. Darf ich vorstellen? Don Corneus Helferlein. Wenn der mit euch fertig ist, seid ihr Hackfleisch. Das Kopfgeld gibt's schließlich auch, wenn ihr tot seid. Oi. Das war's! Zack! Und tschüss!
Dann übernimm. Wurde schon ungeduldig. Willkommen im Reich des Schmerzes. Spaß muss sein, oder? Fertigkeiten im Pulshieb. Analyse. Ein absolut tödliches Küchenmesser, ja. Voll in die Fresse! Auf nimmer Wiedersehen! Immer fest auf die Fresse! Willkommen im Reich des Schmerzes! Ja. Lass das mir! Und weiter geht's. Unmöglich. Ein bisschen Spaß, okay, oder? Antworte mal. Na, hast du Schiss? Ah, ich hab noch keine Erzengel. Hey, alles okay? Wo ist Tomberien? Da. Willkommen im Reich des Schmerzes. Na, hast du Schiss? Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Magie, Engel, auf Cloud. Leg mir den Spieß um. Bin ich am Leben? Jetzt voll in die Fresse, kann ich kämpfen. Immer fest auf die Fresse. Aus dem Weg. Jetzt voll in die Fresse. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Aufschlag. Da hat ihr Schiss. Ein wenig. Es geht weiter. Willkommen im Reich des Schmerzes. Jetzt erst recht. Hier kommt Garrett. Hey, alles okay? Jetzt voll in die Presse. Wo ist er? Da. Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Nee. Küchenmesser. Ein bisschen Spaß muss sein, ich oder? Ich Immer fest auf die Fresse. Oh, Tifa hat Stopp. Tifa hatte Stopp. Nichts überstürzt. Ich leg Willkommen im Reich des Schmerzes. Nichts damit liegen bleiben. Das wird ein Nachspiel haben. Zack. Ah, oh, scheiße. Warte, bin gleich bei dir. Brauch mal kurz eine Pause. Oh, okay, ich Spaß verlassen, oder? Immer fest auf die Fresse. Auf dem Weg. Drehen wir den Spieß um. Drehen wir den du Spieß um. Du bist dran zu. Da hast du Schiss. Nimm das. Sehr scharf. Jetzt voll in die... Stopp! Genug! Wir geben auf! Wir werden keiner Seele etwas sagen! Versprochen! Lasst uns ziehen, bitte! Die Augenzeugenberichte haben sich als falsches Gerücht herausgestellt. Verstanden? Sollte mir zu Ohren kommen, dass hier wieder irgendjemand von eurer Sorte herumschleicht. Zerquetschen wir euch! Wird niemals wieder passieren! Rache der Schergen. Auftrag abgeschlossen. Gut, dann gehen wir noch schnell zum Mockshop und gucken, ob wir dort einen Mörser finden. Und wenn nicht, beenden wir einfach so die Folge heute. Und wenn doch, kaufen wir und beenden danach. Vielen Dank für den Besuch, Kupo. Froschring, Windhalstuch. Mogrimörser. Ah, ne, den habe ich schon. Schade.
Okay. Kauf mir trotzdem mal. Wunschlos glücklich, Kubo? Naja, fast. Ich speichere und bedanke mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.